Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation von unserem Projekt Endiome. Erstellt von Theo, Toni, Jeremy, Moritz, Mika, Emil und Daniel. Unsere Motivation ist, die Enddimension war ziemlich langweilig und wir wollten halt die Welt dadurch verbessern, die Minecraft-Welt. Ja, also das End ist ziemlich langweilig, wie schon gesagt. Und wir haben uns gedacht, dass wir es mit Hilfe von Strukturen, Biomen und neuen Erzen spannender gestalten. Ja, und wir haben sozusagen eine neue Dimension erstellt. Zu unseren Technologien. Das Programm, das wir benutzt haben, um Modelle und Texturen selber zu kreieren, heißt Blockbench. Das ist ein 3D-Programm, wo drauf man auf verschiedenen Objekten Texturen oder auch Vorlagen tun kann. Hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel von einem Holzblock im Blockbench. Um dann am Ende die Mod zu erstellen, haben wir ein Tool namens MC Creator benutzt. Da konnte man visuell die ganzen Bausteine in eine Mod binden und dann die einzelnen Dinge anpassen, wie zum Beispiel die Texturen von dem einen Holzblock, der hier im Bild gezeigt wird. Drück mal Pfeiltast nach unten. Und man konnte auch aus vielen vordefinierten Dingen wählen, wie zum Beispiel für all unsere Blöcke haben wir selbstverständlich Block verwendet. Und ja. Genau, wie für die Dimension haben wir Minecraft Data Packs verwendet. Das haben wir getan, da diese leicht zu implementieren sind, ohne dass irgendwelche Mods gebraucht werden. Letztendlich mussten wir tatsächlich aber die eigentliche Mod mit den ganzen Blöcken halt, wie gesagt, als Mod benutzen, weil in Datapacks keine Blöcke hinzugefügt werden können. Und wir hatten zuletzt auch ein paar Probleme mit der Generation der Dimension, die wir durch das Datapack hinzugefügt haben, wodurch die Blöcke nicht generieren konnten. Welche eigentlich gefixt werden könnten, aber wir hatten halt leider nicht mehr so viel Zeit. Also jetzt zeigen wir einmal die Blöcke, die wir schon geschafft haben zu erstellen. Und da auf der linken Seite von dem Haus und auf der rechten sieht man neue Blätter, die wir für die Bäume hinzugefügt haben, die eigentlich noch in die Dimension kommen sollen. In der Mitte sieht man die Tür, die wir auch noch aus dem Holz dann machen können und auch die Trapdoors daneben. In den Fenstern sieht man dann noch die Zäune, die wir da als Fenster benutzt haben. Auf dem Boden sieht man die neuen Erze, die wir hinzugefügt haben und noch eine neue Grastextur fürs End. Da sieht man nochmal die Erze, wie sich nochmal ins Endstone besser einfügen. Und dann haben wir noch den Setzling für die Bäume hinzugefügt. Unsere Ausblicke für die Zukunft sind, dass wir neue Biome und passende Blöcke für diese Biome hinzufügen, eine neue Struktur hinzufügen, die man in diesem Biom finden kann und einen neuen Boss in dieser Struktur. Ich möchte noch einmal was dazu sagen. Und zwar, wir hatten noch mehr Sachen hinzugefügt, noch am Ende, aber da gab es gerade noch technische Schwierigkeiten und deshalb konnten wir die jetzt noch nicht zeigen. Bleibt doch ganz kurz da. Das ist euer Applaus, da dürft ihr stehen bleiben. Ich habe noch eine Frage an euch auch. Warum ist das alles violett? Das ist alles violett, weil die meisten Monster und es gibt viele Monster, die violett in dieser Dimension schon sind. Und die Augen und die Pflanzen, die dort wachsen von den Monstern, sind auch alle violett. Und auch, wie gesagt, es gibt da nur zwei verschiedene Farben von Blöcken. Einmal halt dieses weiße, grau, weiß, gelbliche und halt noch violett. Und da haben wir uns halt gedacht, dass wir da einen passenden Block hinmachen, den es da eher weniger gibt, aber immer noch von den Farbtexturen vom End immer noch passt. Okay. Auch noch
Textur-Updates, aber die haben dann die hatten wir noch nicht ins Spiel gebracht. Es ist alles violett, weil die meisten Blöcke, wie zum Beispiel die Chorusfrucht oder die End-City, sind halt alle so mehr violett bis leicht pink angehaucht. Und da wollten wir ein bisschen bei dem Thema bleiben. Okay, vielen Dank.